Unter der Intensivstation verstehen wir eine Einrichtung im Krankenhaus, wo schwer kranke Patienten unter Anwendung modernster medizintechnischer Verfahren und der allerbesten ärztlichen und pflegerischen Kompetenz versorgt werden können. Das heißt also, Patienten, die sehr schwer krank sind, die auf einer Normalstation nicht ausreichend versorgt werden können, werden von einem hochspezialisierten Team von Pflegekräften und Ärzten behandelt, mit eben den allermodernsten medizintechnischen Geräten, zum Beispiel Beatmungsgeräten, aber auch Geräten zum Ersatz der Nierenfunktion.